Das Regio TV Plus ist für euch jetzt im Forum Würth. Wir sitzen hier in einer wundervollen Ausstellung, aber die kann man, glaube ich, im Moment gar nicht besuchen. Wir haben aber ganz einen anderen Gast. Bei mir ist Lukas Mäglin. Und wer zurückschaut an die Fasnacht, mag sich vielleicht erinnern, wir haben euch dort schon einen Bericht gemacht. Das ist nämlich die Truppe, die online geht und ganz verrückte Spieler macht. Lukas, jetzt habe ich es schon verraten, aber ja, wie kann man hier ein Online-Spiel machen? Wie ist das angedenkt hier drin? Okay, mal anfangen muss man, dass wir hier in einer Kunstgalerie sind. Die ist angegliedert an die Baufirma Würth, das Forum Würth in Allesheim. Und wir haben einen Anfang gekriegt, also gewisse Bekanntschaften sind hier mit denen und die haben das mitgekriegt, dass wir ein Weihnachts-Event und später noch das Fasnacht-CH hatten. Und haben uns dann einfach gefragt, hey, das wäre doch etwas. Wir sind geschlossen im Moment, wie viele andere Museen. Sie sind noch ein bisschen länger geschlossen, weil die Cafeteria hat auch noch dazugehört und so. Und sie haben einfach etwas machen und haben eine gute Idee gefunden. Und dann haben wir hier eine Story aufgebaut mit allem wüsten Krimi-Geschichten klassisch, wo Zuschauer können live miterleben und selber mitwirken und lösen, hoffentlich. Und das Pendant zum Lukas ist der Marco. Marco, jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen etwas über das Spiel. Ich meine, wenn ich jetzt hier hinten schaue, dann haben wir einen von den Probanden hier. Wie ist denn das so gedacht mit der Geschichte? Eigentlich ist es so einfach, wenn ich es jetzt mache. Ludwig, schau das Bild dort links an. Und dann macht Ludwig das. Und dann gibt es eine schöne Erzählerstimme, die einem sagt, zum Beispiel, Ludwig fand das Bild sehr spannend, aber er wollte hier einen Fall lösen. Und so kommt man eigentlich durch die ganze Geschichte durch. Es erinnert ein bisschen an die alten Computerspiele, Point-and-Click-Adventure heissen die, Monkey Island, Maniac Mansion, sagt vielleicht jemandem noch etwas. Für die Leute ist das so ein Fanservice eigentlich, weil es ist eigentlich wirklich so ein Spiel in die Realität übertragen. Natürlich eben virtuell, wie du schon gesagt hast, daheim vor dem Zoom, aber so funktioniert es eigentlich. Wie ist denn der Plot jetzt? Die haben die Geschichte ein bisschen vorgespult. Passieren denn da unvorhergesehene Sachen? Wie fest können die Leute selber eingreifen? Sagen die Menschen auch, die mitmachen? So, ist das jetzt möglich, dass der mal in die Ecke hinterher geht, etwas anschauen? Hey, ja klar, also man ist auf die 6 Befehle eigentlich, das ist das einzige beschränkt. Nimm, benutze, schau an, rede mit, ziehe, drücke. Und da kann man eigentlich mit allen Gegenständen interagieren, die in der Szene vorhanden sind. Und es gibt auch Text zu allem. Wer sich jetzt das ein bisschen ausrechnet, kann sich eben überlegen, wie viel Text das wir müssen vorbereiten für alles. So kommt man eigentlich dann durch das auf Hinweis. Man kann mit Personen reden, die auch im Raum sind. Also durch Dialog kommt man dann auch weiter. Und am Schluss kann man dann mit dem Ludwig zusammen eigentlich den Fall lösen. Ja, Ludwig, dann schau mal das Bild da hinten an. Das ist unglaublich, das funktioniert wirklich. Wir haben nie gesagt, wie das Stück heisst. Es heisst Mord im Museum. Wenn man jetzt das mitgekriegt hätte, wie geht man da vor? Ich meine, das sind Kulturschaffende im Moment, die es schaffen, an Menschen anzukommen mit diesem Projekt. Das kann sicher auch nicht avant perdu sein. Wie meldet man sich da an? Ist das, wenn man ins Theater geht und quasi sich ein Ticket für die Show nimmt? Also man muss zum Ganzen sagen, es ist nicht, wie wenn man sich einfach ein Ticket normal bestellt, weil das ist sehr kurzfristig entstanden auch. Wir haben ein bisschen mehr als 1,5 Monate Zeit gehabt, haben zu viert und jetzt sind wir sogar zu fünft einfach voller Hanne an diesem Projekt nebenberuflich geschafft. Und im Moment ist die Anmeldung über das Forum Würth. Es gibt einen Link zur Seite und ist per E-Mail. Aber das sollte einem nicht aufhalten, E-Mail schreiben, schnell sagen, wenn man spielen will. Die Daten sind bekannt, dass wir spielen nach dem Osterwochenende nochmal 2 Wochenende, jeweils am Samstag und am Sonntag. Sonntag sind offene Events, Samstag kann man für geschlossene Gruppen buchen. Ich muss gleich nochmal zurückkommen, schnell auf die Finanzen. Wie dient ihr das finanzieren? Du hast gesagt, ja, wir sind den ganzen Tag am Arbeiten und machen es nebenbei. Frohe Arbeit. Ja, halt selbstgewählte Frohe Arbeit sozusagen. Also es ist so, es rechnet sich nicht. Finanziell. Wir haben alle unsere Ferien da gegeben, ein Stück weit, und machen es halt aber mit Passion. Es ist ein Herzensprojekt. Und der Batzen, den wir jetzt einnehmen, sind 35 Franken für normale Leute und 25 mit Kulturlegi oder Museumspass oder so. Das ist so ein Obolus, damit unsere Grundkosten deckt sind. Aber unser Aufwand, das ist freiwillig. Und das Forum Würth, muss man sagen, subventioniert sogar den Ticketpreis noch.
Super, also ich finde eine extrem aktive, eben nicht eine inaktive, aber eine interaktive, aktive Geschichte, die hier vor euch wartet. Und das muss einen heiden Spass machen, weil wenn ihr nämlich mal drin seid, kommt ihr kaum mehr raus, bis ihr wisst, wie dann am Schluss die Auflösung war. Also, einloggen, buchen, mitmachen und geniessen. Sensationelle Idee, danke. Dankeschön.